Herzlich willkommen 1946. Theo Wagner ist schon weit gegangen. Er hat sein Gewicht von einem wunden Fuß auf den anderen verlagert, bis hierher. Jetzt ist er da, hier ist er zu Hause oder hier war er zu Hause. Es kommt ihm so lange hervor. Der Weg war weit, die Zeit war weit, jetzt ist er da. Da ist das Haus. Es ist nicht zerstört worden, sein Haus. Da ist die Tür, dahinter die Else, wie er sie vermisst hat. Er klopft, Else öffnet. Ach, kicker mal an, wo kommen wir denn her? Gerade heute Morgen reicht der Trauerband um dein Foto, die Nudeln. Du kommst so wie immer, was denn los? Hat so wie immer Heimweh und nicht mal pünktlich zum Mittagessen. Nur sind Kartoffeln kalt, hättest du nicht mal anrufen können? Ich warte und warte, meinst du, ich hab mir keine Sorgen gemacht? War doch Krieg, Mensch. Was da halt passieren kann, hab gedacht, du hättest dir was gebrochen. Oder hättest du mal eine popliche Karte geschrieben, hätte ja nicht mal eine schöne Karte sein müssen. Einfach sehen wir mit dem Rathaus drauf und schöne Grüße aus, was wir sehen, wo du warst. Für eine popliche Karte hat sie 2 Jahre keine Zeit, erzähl mir doch nicht, Theo. Alle anderen Männer sind schon seit eben Jahr zurück. Der Ernst von der Traudel, der Franz von der Moni, sogar der Hans ist vor dir zurückgekommen und der hat nur noch ein Bein. Nur mein Mann ist wieder der Bummelletzte. Harald und Johann sind gefallen, aber da gab's wenigstens eine Karte. Und ich sitz hier und warte, ich hab mir die Augen ausgeheult. Ja, da kickst du, wa? So hast mich nicht in Erinnerung gehabt, hast dich auf deine schöne kleine Frau gefreut und jetzt steht hier so ein Schreckgespenst vor dir. Meinst du, ich wollte nicht schniek aussehen, wenn du zurückkommst? Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich doch flott gemacht. Aber nee, der feine Herr kommt einfach so ohne Anmeldung nach Hause gelatscht. Kick doch mal, meine Fingernägel sind alle abgebrochen von dem Stein rumschleppen. Ich hab die ganze Straße wieder gepflastert. Ich hab ganz raue Haut. Meinst du, ich kann dich so mal anpacken, wie ich mir das jetzt 2 Jahre gewünscht hab? Ist mir richtig peinlich, wie ich aus. Ganze Staub in die Haare. Ja, kein Glanz, ganz matt und splitterne Spitzen. Das ist der neue Trümmerfrauen-Look. So läuft man jetzt rum, staunst du, wa? Meinst du, es bleibt Zeit für Körperpflege, wenn man das ganze Haus wieder aufbauen tut? Hast dich gefreut, weil das Haus noch steht, wa? War aber der ganze obere Stock futsch, halt wieder aufgebaut. Und ich möchte mal sagen, dass das jetzt sogar besser ist als vorher, hatte alles entjutet. Ich hab eine neue Zwischenwand mit drin gebaut, damit Ursel und Hilde ein eigenes Zimmer haben. Ja, Ursel und Hilde, hörst du richtig, mein Freund, Fronturlaub 44. Kannst dich dran erinnern? Hast ja kaum die Stiefel ausgehabt und schon auf mir drauf gewesen. Hast mir mit deiner Orden die ganze Brust zerpiekt. Und wer war nicht da bei der Geburt? Ja, ja, ich weiß schon, Krieg und so. Wo warst du? In Italien? Klingt doch gut, klingt doch schön warm. Weißt du, wie kalt das Winter 45 hier war? Denn auch ohne Dach. Bist ja auch schön braun geworden, alles nur Schmutz. Mhm. Na prima, was sollen die Nachbarn denken? Und denn der lumpi gestreifte Anzug, muss ich mich ja schämen. Wie Lager? Was denn für ein Lager? Ferienlager? Während ich hier die Kinder mit dünnem Milch gefüttert hab und selber tote Pferde gefressen? Ich hab sogar Pferdeohren gefressen. Staunste, wa? Klingt ja nicht so lecker und ist es auch nicht. Also Vinolager, Feldlager oder was? Na, jedenfalls nicht Lagerfeld, so wie du aussehen, du so Schreckgespenst. Arbeitslager? Na, ist doch richtig, hast du halt kaputt gemacht, da Peng Peng und so, und kannst du auch schon wieder mit Jans machen. Die armen Frauen da, erst schießt du denen ihre Männer um und dann willst du schnell nach Hause rennen, als ob du nichts damit zu tun hast. Wie Adolf, Adolf, ich weiß nicht, was du meinst. Ich soll den gewählt haben, ich bin noch eine Frau. Ich fand, dass der gut aussieht und Sense, was ist denn deine Ausrede, hm? Ist schon richtig, dass du noch Italien da aufgeräumt hast, wenn ich so einen Soldaten in die Finger gekriegt hätte. Ich hätte ihn an den Gartenzaun angeflockt und mit die Peitsche angetrieben, dass der mir den Apfelbaum wieder rinpflanzt, der beim Bombenangriff rausgeflogen ist. Nicht mal einen Apfelbaum hatten wir, nur die verwurmten Pflaumen im Frühjahr. Und dann hat der Russe die gefressen mit die Würmer drin. Hat er sich noch gefreut, dass da Fleisch drin ist. Und du? In Italien schön deutsche Vita gemacht, hm? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir nicht so viele Sorgen gemacht. Oder wenn ich wenigstens gewusst hätte, dass du gefallen bist, hätte ich mir auch keine Sorgen gemacht. Aber du bist ja nicht gefallen, bist ja da, komm rin. Kirsten Fox. Kirsten Fox, meine